Die Zeit, in der wir leben, ist dunkel und kalt. Bittere Stunden und die Gleichgültigkeit, die die Menschen auf der Welt erleben, spüren wir Tag für Tag. Nun ist es die vierte Winteraktion, die wir starten, um die Menschen in Not zu helfen. Dieser Krieg führte dazu, dass mehr als 10 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen haben. Über 250.000 Tote und die Bomben fallen immer noch vom Himmel. Die Menschen, sie fliehen. Sie fliehen über das Meer, in dem eine Vielzahl von ihnen ertrinkt. Eine dunkle Ziffer in einer düsteren Zeit. Sie kommen nach Europa an, in Deutschland, vor unsere Tür. Sie sind heute unsere Nachbarn und gestern waren sie Fremde. In ihrer Heimat gibt es noch ihre Familie, die unsere Hilfe benötigen. Eine Botschaft, die wir ihnen senden müssen, dass die Sonne wieder aufgehen muss in diese bitteren Zeit. Die Hoffnung haben wir, das Vertrauen besitzen wir und wir legen alles in Händen von Allah subhanahu wa ta'ala. Jedoch müssen wir etwas tun, aufstehen und handeln, ihnen helfen und versuchen, ihnen ihr Leid zu mindern. Diese Kinder frieren, viele von ihnen sterben und einige überleben. Ihre Seelen steigen den Himmel empor, während Bomben vom Himmel fallen auf die Überlebenden. Ein Kapitel, was wir durchleben, voller Dunkelheit und Chaos. Man fühlt sich, als wenn wir eine Kerze versuchen brennen zu lassen, während ein Orkan bläst. Und Allah gab uns sein Versprechen, dass er nach der Drangsal die Erleichterung kommt, indem er subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, also wahrlich, mit der Drangsal geht die Erleichterung einher. Wahrlich, mit der Drangsal geht die Erleichterung einher. So lasst uns gemeinsam